Ah, Tiger Shark. Autsch! Und ich blute. Ja, toll, er hat mich erwischt. Oder der hat mich immer noch erwischt, der Bursche. Prima, wenn man das teilweise nicht sieht. Hallo? Boah, ist das noch dunkel. 5.30 Uhr. Das heißt, wir haben auf jeden Fall gleich Sonnenaufgang. Da geht der Mond noch unter. Herzlich willkommen bei Stranded Deep, der Survival-Serie auf den kleinen pazifischen Inseln. Und wir sind hier eigentlich ganz gut ausgestattet. Ich trinke erstmal was. Ich gucke mal. Ja, essen müsste ich auch, aber in der letzten Folge habe ich ja einen Hai erlegt. Das heißt, ich habe hier leckere geräucherte Hai-Steaks. Und ach, die bringen mich gut durch den Tag. Ein bisschen Wasser könnte ich noch gebrauchen. Dann muss ich noch ein paar Pflanzenfasern von meinem großen Stack nehmen. Na, eins, zwei, anders zwei. Ja. Na? Hallo? Auflegen. So. Dass die Wasserproduktion weiterläuft. Na, den hätte ich auch gleich wieder auf den Stack legen müssen. Ja, die Stacks, die sind sehr, sehr praktisch. Ich weiß gar nicht, wie weit man hier überhaupt stapeln kann. Die sind mit dem neuesten Update gekommen. Falls ihr selber spielt und euch wundert, dass manche Dinge hier es schon gibt und in eurem Spiel noch nicht. Ich spiele hier die Experimental Version und die wird regelmäßig geupdatet. Und erst wenn die Änderungen, die die Entwickler vorgenommen haben, wirklich stabil laufen, werden die gesammelte Werke in die normale Version hinübergenommen und dann gibt es diese Stacks auch. Die letzten Updates, muss ich sagen, waren sehr vielversprechend, beziehungsweise auch haben sehr viel praktische Sachen gebracht, wie zum Beispiel die Stacks oder dass hier in den Containern jetzt 5 Slots frei sind, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Fishing, naja, nehmen wir mal was anderes, um es zu zeigen, hier mein Messer. Wenn ich normalerweise das Messer in der Hand habe, dann könnte ich es jetzt nicht in die Kiste legen, aber das hat sich geändert. Mittlerweile kann ich alles ganz prima hin und her schieben und ich muss nicht immer erst noch irgendwas anderes auf die Hand nehmen, um das, was ich gerade zufällig auf der Hand habe, in die Kiste zu legen. Das ist wirklich schon richtig klasse. Da muss ich sagen, da haben die Entwickler ganze Arbeit geleistet. So, ich wollte weiter gucken. Wie gesagt, in der letzten Folge war ich schon am Haie jagen. Ich gucke mal gerade. Ich bin wieder gut gesund. Upp. Er hat wieder einen kleinen Lauf. Healthy bin ich. Das bedeutet, dass ich heile. Ich bin auch gesund. So, der Hai, der hat mir, glaube ich, noch keine sonderlichen Punkte gegeben. Ich muss wohl noch ein paar Haie mehr jagen. Und ich will natürlich auch noch Wracks plündern. So. Hier sind in der letzten Folge, da waren mir zwei Haie entgegengekommen. Der eine, der befindet sich mittlerweile auf meinem Grill. In geräucherter Form. Aber der andere, der war noch da. Diskusfisch. Ich muss mal gerade gucken, ob ich es blubbern sehe, damit ich das Wrack auch wieder finde. Da ist es. Gut, unter Deck waren wir ja schon. Da haben wir sogar 3 Kisten auf einen Haufen gefunden. Ich nehme hier gerade die Taschenlampe. Ich kontrolliere nochmal. Jetzt ist aber Feierabend hier. Und hier liegt nichts mehr. Das ist ja nicht so viel in die Kiste, ne? Nee. Halt. Was ist denn jetzt los? Hoch.
Einmal kurz Luft holen. Tauchen haben wir schon bestens gelevelt. Da bin ich Profi drin. Ich kann sehr lange die Luft anhalten. Zwar nicht... Oh, Reifen. Zwar nicht 10 Minuten wie Guybrush Threepwood, aber doch lange genug, dass wir in aller Ruhe auch gefährlichere Sachen durchsuchen können. Ja, Reifen. Du kommst doch mit. Hoffentlich gibt es keinen Sturm. Gestern hatten wir hier heftig Sturm. Und hätte ich da Reifen freigeschnitten, die wären wahrscheinlich abgetrieben worden. Aber so kann ich hier noch weiter sammeln. Ich hatte auch noch einige Reifen hier auf dem großen Containerschiff. Und je mehr ich finde, desto besser. Denn wenn ich jetzt meinen Floß erweitern will und es immer noch, ich sag mal, zumindest rechteckig sein soll, da brauche ich doch etliche Schwimmbasen mittlerweile. 53, wow. Und meiner Rechnung nach für die nächste Erweiterung einmal vorne 5 und einmal an einer Längsseite sind es dann auch 5. Das heißt, ich bräuchte 10 Schwimmbasen. Das ist schon ganz ordentlich. Auf der anderen Seite, hier gibt es so viel Material, was ich auch schon gesehen habe. Allein schon die Reifen jetzt hier. Zwei Reifen sind eine Schwimmbasis. Ich habe hier schon 6. Na komm. Das wären 3 Schwimmbasen. Naja, 3,5. Ich bin jetzt richtig rumgetobt. Ich muss mal gerade gucken. Ja, Durst. Durst ist das Problem. Die Sonne scheint auf mein ungeschütztes Haupt. Aber ich bin meistens unter Wasser. Dann sollte das kein Problem sein. Ich könnte auch mal ein paar Fische fangen. Vielleicht gibt das ja meinen Jagdfähigkeiten auch die nötige Punktzahl. So, dieses Reifen abschleppen, das ist immer ein bisschen mühsam. Ich kann die Reifen leider nicht in die Tasche stecken. Wäre cool, aber es wäre auch nicht wirklich realistisch. Auf der anderen Seite, es gibt ja Bojen. Die sind noch viel besser, weil ich die in die Tasche stecken kann. Ihr seht schon hier, meine Schwimmbasen, die bestehen zum großen Teil aus Bojen. Bojen, das ist eine prima Sache. Oh, hallo Rochen. Du bist die aber sehr dicht am Strand. Ich weiß nicht, ich glaube, Rochen könnte ich theoretisch auch jagen. So. Dieses Wrack können wir, glaube ich, als abgeerntet abhaken. Dann schwimmen wir einfach schon mal zum nächsten. Ich bin heute müde, nicht müde, sondern mutig. Ah, Tiger Shark. Autsch! Und ich blute. Ja, toll, er hat mich erwischt. Oder der hat mich immer noch erwischt, der Bursche. Prima, wenn man das teilweise nicht sieht. Hallo? Oha. Gut, dass ich in der letzten Folge mir schnell noch einen Webstuhl gebaut habe. Das heißt, ich kann mich verbinden. Sonst hätte ich jetzt wirklich ein Problem, aber ich habe hier reichlich Pflanzenfasern. 1, 2, 3, 4. Einmal Pflanzenfasern, einmal Lashing. Und hier habe ich ja meinen Webstuhl. Und ich habe aber auch schon Stoff hergestellt. Da ist es. Und mit einmal Stoff und einmal Seil kann ich mir eine Bandage machen.
Nein, nicht craften, sondern ich würde jetzt gerne an meine Bandage die benutzen. Und siehe da, ich bin sofort um 2 Punkte wieder hochgeheilt. Und wenn ich jetzt noch einen Schluck trinke, macht er Piep. Und er zeigt mir an, wenn ich jetzt wechsle, Status-Effekt Healthy. Ich bin gesund. Nein, ich bin nur so gesund, dass ich überhaupt heilen kann. Denn wenn dieser Status-Effekt Healthy hier nicht steht, ihr seht ja schon, dass ich relativ zügig heile. Wenn dieser Status-Effekt Healthy nicht vorhanden ist, heile ich auch nicht. Ich könnte ja noch die kleinen Schweine jagen, aber auch irgendwie tun mir die leid. So, zu dem Wrack wollte ich eigentlich. Und jetzt passe ich ein bisschen mehr auf Haie auf. Also es waren tatsächlich 2 Haie. Und das war offensichtlich der zweite, der mich jetzt angeknabbert hat. Ich versuche mich nochmal gerade zu... Vorsicht. Vergiften will ich mich nicht auch noch. Damit, das könnte ich zwar auch heilen, aber es muss ja nicht sein. So, da waren wir. Da wollen wir hin. Oder da wollten wir hin. Auf den muss ich aufpassen. Bloß nicht drauf treten. Der macht viel Aua. Ob ich sowas auch jagen kann. Auf der anderen Seite die Group of Fishes. Schön groß, aber die sind wirklich so einfach zu jagen. Das ist keine Kunst. Die schwimmen ja nicht weg. Aber die schmecken auch ganz gut. Das ist ein kleiner Hai. Den könnte ich auch jagen, aber der ist harmlos. Ja, ich warte mal auf die spannende Actionmusik. Hier muss ich so ein bisschen aufpassen. Nicht zu tief runter. Jetzt gucken wir uns erstmal dieses... Jo, der klassische Container wartet schon auf uns. Oben auf dem Dach ist auch noch was. Ich gucke mal gerade. Nein. Dann gucken wir mal erstmal oben in die Kajüte rein. Noch ein Container. Und, was haben wir hier drin? Ein Kompass. Da haben wir schon reichlich von. Oh, ein Airtank. Und ich habe keinen Platz mehr in der Tasche. Gut, dann können wir gleich schon mal los. Ich gucke noch mal gerade, ob ich hier irgendwo... Ah, da ist er wieder. Hi! Ich habe ein Problem. Ich weiß immer nicht, mache ich nur Schaden oder nicht. Theoretisch, wenn ich zusteche... Nein, du sollst eigentlich mit dem... Genau. Zielen. Komm, ein Hai geht noch. Wer weiß, wie lange wir hier noch was zu essen brauchen. Da ist er. Ich will ja mal mit den... Bumm! Und gleich noch einen rein. Einen vorne, einen hinten. Jawohl. Oh, oh, oh. Das ist wieder ein... Oh, auf den muss ich aufpassen. Shit! Ey, ich wusste es. Das ist wieder ein Sandhai. Na toll. Da ist er. Ich weiß nicht, ob er mich hier auch noch erwischen kann. Ich gucke mal gerade. Nee, viel ist nicht passiert. Vor allen Dingen, ich blute nicht, dass ich mich nicht schon wieder verbinde. Hier, guckt euch das an. Die Sandhaie sind wieder unterwegs. Ah, Mahlzeit. Ich werde mal was machen, was ich schon lange vorhatte. Ich werde aufrüsten. Definitiv. So, erstmal die beiden Kisten weglegen. Mal gespannt, was da noch drin ist. Ja, das übliche, Motorteile. Nochmal 2 Refined Hammer. Also bauen kann ich bis zum Abwinken ohne, und wenn die Hammer kaputt gehen, da habe ich so viel von.
Ich weiß gar nicht, wohin damit. Taschenlampen habe ich auch reichlich. So. Hier können wir die Flare Gun schon mal draufpacken. Und ich habe ja noch einen Air Tank eingesammelt. Hier kann ich noch ein bisschen Taschenlampen stapeln. Nein, war gerade auf meinen eigenen Label Maker. Habe ich den nicht irgendwo? Label Maker, Start. Stapel. Kompassstapel, passt. So, mit einem Air Tank kann ich nämlich eine Harpune bauen. Und jetzt wollen wir doch mal schauen. Beep. Crafting. Fishing Speer. Axt, Leder, was gibt's noch alles? Da ist sie. Spear Gun, die Harpune. Ich brauche einmal Leder. Leder ist überhaupt kein Problem. Zweimal Holz. Ein Air Tank. Also diese Harpune funktioniert klassischerweise druckluftbetrieben. Und das größere Problem ist Klebeband. Ich habe so viel gefunden, was ich nicht gefunden habe, außer den Gyrocopter-Parts, also den Teilen für einen Mini-Hubschrauber. Da bin ich ja hauptsächlich hinterher und habe noch nirgendwo einen gefunden. Ach, hier habe ich noch Airtanks en masse. Was auch sehr selten ist, ist Duct Tape. Aber Gott sei Dank habe ich hier noch ein bisschen was. Einmal Duct Tape reicht. Und ich glaube, alles Weitere habe ich hier auf der Insel. So, dann brauche ich Holz. Vermute ich mal. Gehen wir noch ein bisschen holzen. Axt in der Hand. So, komm her. Woodsticks, noch ein. Ich glaube, zwei reichen schon. Irgendwas fehlt noch. Ach, Leder. Leder. Gar kein Problem. Können wir auch selbst herstellen, weil wir hier genug rohe Häute haben. Und wenn ich rohe Häute habe und vor dem Tanning Rack stehe, kann ich Leder direkt herstellen. Und das bedeutet, dass ich jetzt auch direkt die Harpune machen kann. So, Leute. Das größte Problem ist, die braucht auch Munition. Hier habe ich eine leere Kiste. Ich packe die mal gerade nur in eine Kiste, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Okay. Diesen einen Speer, den kann ich auch gleich reinpacken. Denn ich brauche hier auch noch Harpunenpfeile. Miep, miep. Spear Gun Arrows. Oh, ja. Lashings und Holz. Okay, dann kommen wir wieder zum üblichen Teil. Wir jagen... Oh, es wird schon wieder dunkel. Das geht hier so schnell. Wir jagen uns unsere Pflanzenfasern. Davon haben wir reichlich. Oh, das dauert relativ lange mit... Ich hätte vielleicht doch die Axt nehmen sollen. Ist dann deutlich praktischer. Hier ist nochmal eine Yucca, die ich noch abernten kann. 1, 2, 3, 4, 5. Und wo ist Nummer 6? Im Baum gelandet oder hängt es hier noch? Fiber Sleeves da. Okay. Uns gleich noch ein bisschen mehr Holz. Ich nehme hier meistens etwas größeren Piniensetzlinge, die bieten wenigstens zwei Stöcker. Und ich muss noch keine Palmen hier abernten. Da ist noch einer. Holz werden wir immer mal wieder brauchen. Schlimmstenfalls habe ich aber auch schon eine ganze Menge Holz auf meinem Floß gebunkert. Also daran soll es nicht scheitern. So.
6, das sollte doch erstmal reichen. Find Knife. Da. Das sah ich dazwischen gar nicht. So, wie viel habe ich da? Ich sehe leider die Zahl nicht, weil das Holz im Wege ist. Egal. Ich kann auf jeden Fall schon mal. Ein Rope. Kann ich noch mehr? Zwei Ropes. Das war's. Jetzt habe ich nur noch eins, aber zwei Ropes schon mal. Das bedeutet, dass ich Spare Gun Arrow einmal. Zweimal. Und ich gucke mal gerade. Zwei Pfeile haben wir schon. Aber ich will eigentlich noch mehr. Denn wenn ich das sehe, wie viel die Haie aushalten, da werde ich mit zwei Pfeilen definitiv nicht klarkommen. Da ist noch einer. Komm mit. Na komm. Hä? Da ist er. Ach, und die Nacht bricht schon wieder ein. Es geht hier so schnell. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal gerade hier. Hier habe ich ja noch reichlich. Und ich muss... Oh, ich muss dringend trinken. Scheiße. Oh, fuck. Ach so, genau. Fibers Leaves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht auf jeden Fall für zwei Lashings. Nein. Ja. So, und dann will ich natürlich hier unter meinen Wassersammler noch wieder was legen. So, der Rest kann dann. Aber auf den Haufen ist noch einer. Gut, passt. So, jetzt gucke ich mal gerade. Bin ich gesund? Fast. Genug zu trinken hatte ich. Ich muss jetzt noch einen Happen essen. Ja, hier habe ich auch noch ein Stück Hai. Ach komm, weg damit. Passt schon. So, zwei Seile haben wir und genug Holz. Das heißt... Speargun Arrow. Speargun Arrow. Nicht auf der Hand nehmen. Das macht wenig Sinn. Dann lieber den restlichen Holz hier auf den Stapel, wo wir es öfter mal gebrauchen können. So. Okay, jetzt ist es natürlich schon wieder dunkel. Da gehe ich nicht auf Haijagd. Auch nicht mit einer Harpune. Aber morgen. So, mein lieber Hai, zieh dich warm an. Es wird ungemütlich für dich. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin leider nicht so weit gekommen, wie ich wollte, mit dem Looten. Dafür habe ich ein bisschen geblutet. Naja, so ist es normal. Hauptsache, ich habe überlebt und darum geht es ja. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns bitte ein Like. Auch über Kommentare freuen wir uns jederzeit und ich wünsche euch ansonsten das, was ich mir auch immer selbst wünsche. Bleibt gesund, bleibt am Leben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.